ganz ursprünglich wollte ich eine Sprechetüde schreiben und ich dachte, sowas ganz ein riesiger Zungenbrecher. Das war die allererste Idee, die ich hatte. Es geht um einen alten Flussfischer, der schon lange nicht mehr fischt. Und der hatte einen Schlaganfall und kann nicht mehr ordentlich sprechen. Sein Sohn Franz, der Friseur, will ihn in ein Pflegeheim verbannen. Und der Fischer möchte zu Hause gepflegt werden und setzt dann durch, dass eine Pflegekraft für ihn aus Polen engagiert wird. Und wie diese drei Menschen miteinander klarkommen oder auch worüber sie reden oder auch nicht miteinander reden, davon handelt der Text. Es war sehr schnell so, dass ich mich in Gefilden bewegt habe, wo es sehr wenig Literatur gibt. Also man wird auch im Internet und in der Bibliothek nicht schlau darüber, wie es polnischen Pflegekräften geht, was es bedeutet, Friseur zu sein oder Fischer. Und ich habe einfach unglaublich viel mit Menschen geredet, die diese Berufe machen. Ich schreibe alles, was emotional ist oder schwieriger, mit der Hand. Dann tippe ich es, dann drucke ich es aus, dann schreibe ich in das Geschriebene wieder rein. Und ich schreibe im Stehen. Und neben mir ist der Text auf dem Notenpult und ich spreche ihn die ganze Zeit. Schlag den Rhythmus mit und versuch, dass guck, wie der gesprochen funktioniert. Was willst du da noch sagen? Da sagst du nichts mehr. Außerdem habe ich dem Franz schon x-mal gesagt, dass ich heim muss. Heim. Nicht in ein Heim. Heim an den Fluss. Aber der Franz sagt, geht halt nicht anders. Das ist ja kein Fluss, das ist ja ein Rinnsal. Und ich habe mir schon eher dann einen Fluss vorgestellt, wie eine Flusslandschaft, ebenso diese Donau- oder Altmühllandschaft, wo gefischt worden ist. Also gerade in den 70er Jahren, da war ja der Rhein irgendwann mal rot. Also es hat auch viel zu tun mit Umweltverschmutzung, die ganze Geschichte. Und dann ist einfach dieser Berufszweig halt weggebrochen. Und die Leute haben halt angefangen, den Tiefkühlfisch zu kaufen. Das ganz Interessante war, dass eine Fischerin vom Ammersee mir gesagt hat, die Polinnen, die wissen, wie man unseren Fisch, den Seefisch und den Flussfisch zubereitet. Weil die halt nie aufgehört haben, so diese regionalen Fische zu essen. Und dann meinte sie, die Polinnen, die kommen immer, die nehmen alles mit. So, und die wissen genau, wie man das macht. Und dann meinte sie, die können auf die Art und Weise können die bonden, die zwei. Und das fand ich einen super Tipp. Dann gehen sie. Lassen Fritz allein im Bett zurück. Bedrückt, beklommen, betroffen, bang, bebend, klammert sich Fritz an seiner Bettdecke fest. An dieser brettharten Krankenhausbettdecke, in der Fritz immer so schwitzt. Eine Scheiß-Zudecke ist das. Scheiß-Schweiß-Zudecke. Sowas ist eine Krankheit, keine Zudecke. Wie sollst du da gesund werden, wenn du sogar mit einer Krankheit zugedeckt wirst, in diesem Scheiß-Krankenhaus, in dieser Scheiß-Reha? Ist doch wahr. Fritz packt die Wut, wirft sein Wasserglas gegen die Wand, fegt die Wasserflasche, die Tablettendose, die Taschentücher, das Telefon, die Hörgeräte, die Brille, die Pralinen vom Bettbeistelltisch. Das Schreibprinzip war immer, dass ich sozusagen die am schwierigsten auszusprechende Kombination an Wörtern verwende. Meine Pflegekraft ist ja eigentlich eine, die ungeheuer mutig ist und die in die Welt gehen will und die eine große Offenheit hat. Das ist eine sehr, sehr starke Frau, die das macht. Das wollte ich erzählen. Mir geht es darum, dass so ein bisschen klar wird, was das psychisch heißt, diese Arbeit. Und dass die mehr Wertschätzung erfährt. Dass man versteht, was das für eine psychisch harte, körperlich harte Arbeit ist. Wie viel Mut sie erfordert, wie viel Intimität da ausgehalten werden muss. Letzteres von beiden Seiten. Und dass es nicht cool ist, das outzusourcen, so, sondern dass wir da alle in der Verantwortung und der Pflicht sind. Und dann ist es mir so eine riesige Freude, dass das Schauspiel Leipzig das macht und es im DTU aufgeführt wird, weil es ist ein bayerisches Stück und es ist mit viel Polnisch und dann kommt es ganz woanders hin und
beweist, dass diese kleine Regionalgeschichte, die in dieser winzigen Welt spielt, vielleicht auch in die größere Welt darf oder gehört. Und dass diese kleinen Figuren in ihren kleinen Orten eigentlich Probleme haben, die uns alle angehen. So.